So, hier haben wir erstmal ein paar Warnungen gegen Lichtempfindlichkeit. Hier haben wir noch eine weitere Warnung. Pass auf dich auf, steht da. Und ja, damit ein herzliches Willkommen auf jeden Fall schon mal. Jetzt haben wir hier gerade noch mal die Beteiligten. Und dann heiße ich euch herzlich willkommen zu einem Spiel gemacht in Unity. Und zwar Revale. Hey, perfekt. Ja, und schon sind wir im Hauptmenü. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen und danke fürs Einschalten. Wir starten jetzt direkt durch. Ist jetzt vor kurzem erst rausgekommen. Keine Ahnung, worum es sich handelt. Ist so wie fast jedes Mal. Wir springen da einfach gemeinsam rein und werden es herausfinden. Ja, okay, gut. Neues Spiel. Und da geht's auch schon los. Okay, ab ins schöne Ladebildschirm. Und ab ins Game, würde ich sagen. Gut. Bewegen mit WASD? Nein, das. Hey. Ja, ganz neues. Ausgefallen. Könnte ja auch Controller anschließen. Aber ich habe vorhin meinen USB-Stick fallen gelassen. Keine Ahnung, wo der liegt. Irgendwo. Auf dem Boden. Egal, brauche ich nicht. Hatte ich eh nicht vor. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, worum es hier geht. Das hier sieht sehr, sehr aus wie ein Traum. Okay. Traum ist auch schon Ende. Ui. Ui. Ja. Lecker. Oh ja, eine Kirmes. Ah, stimmt. Ich hatte Bilder gesehen. Das findet irgendwie auf einer Kirmes oder im Zirkus statt. Ich glaube Kirmes eher, ne? Ich glaube ja. Okay. Schade, dass das geschnitten wird, unsere Fahrt. Weil ich würde die sehr, sehr gerne ungeschnitten fahren. Ich mag sowas. Vor allem, wenn wir es dann in der Virtual Reality hätten. In so einer schönen VR-Brille. Das feiere ich ja. Aber schade, dass wir jetzt so eine geschnittene Rundfahrt bekommen haben. Ich hätte die ganz gerne in voller Länge genossen. Aber egal, ich glaube, das war wirklich einfach nur ein Traum. Ja, okay, dann macht es sogar Sinn, dass das so geschnitten ist. What a strange dream. My head hurts. I need to get this headache under control. Headache. Oh, wir haben Kopfschmerzen. Direkt beim Aufstehen. Der ist aber nicht gut. Interagieren mit. Achso, soll ich jetzt erstmal was gegen meine Kopfschmerzen tun? Da sind auch nochmal Pillen. Aschenbecher direkt neben dem Bett. Okay. Und 1000 Pillendöschen. Thompson Walter. Walter. Warte mal, Thompson Walter? Achso, das ist unser Name. Walter Thompson. Ah. Ja, leg mal bitte wieder weg. Achso, drehen. Ach, warte mal. Drehen und zoomen. Und Betrachtung verlassen. Ist aber nicht gut, Maybe ne? Martha and Dory are still up. Vielleicht. Wow, wir sind groß. Kann das, wir sind ja richtig groß. Ich fühle mich mega riesig. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil wir hier so eine Treppe haben. Ey, wir sind mega riesig. Wir sind 2,10 oder so. 2,10 Meter, Mindestmaß. Okay, wir sind voll groß. Gut, das ist ein Schrank. Wir sind mega riesig. Egal. Können wir sneaken? Wir können sneaken. Ja, jetzt fühle ich mich teilweise eigentlich also ein bisschen zu klein. Egal, was ist Sache? Also wir hatten einen schlechten Traum oder so. Macht dann Sinn, dass der gecuttet ist, weil es meistens so in Träumen, da hast du nie die volle Länge. Vor allem, wenn es spannend und richtig interessant wird, dann wachst du immer auf. Hinweise anzeigen mit A. 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 Geht nicht. Okay. Hier haben wir eine Schatulle. Ich glaube, das ist auch viel mit Rätseln, ne? Ich habe mir mal kurz so eine Beschreibung durchgelesen. Ich glaube, Puzzle und Horrorelemente. Irgendwie sowas in der Art. Habe ich es jetzt geschafft? Hier liegen ja schon wieder Pillen rum. Ich glaube, der Thompson, der hat ein Problem. Ist das eine Spieluhr? Ach, wir müssen eine Figur da reinstellen. Ist die Uhrzeit richtig? Nein, die ist nicht richtig. Nein, sag bloß. Space, verlassen. Okay, die Figur habe ich gefunden. Ja, warte. Was passiert dann? Wahrscheinlich ist da ein Item, was wir brauchen. Muss ich das drehen?
Das war die Musik, die wir, glaube ich, schon gehört haben im Traum. War das die im Traum oder? Ich glaube ja, ne? Ich meine im Hauptmenü und vor dem Hauptmenü diese Open Credit Scene. Ich glaube, da war keine Musik. Why was it in here? Das fragst du mich? Ja, oder nee, er fragt sich das wahrscheinlich selber. Und das macht Sinn? What Martha and Dory shows, we don't have time for weddings. Also ihr seid eingeladen zu einer Hochzeit oder was? Von Mrs. and Mrs. James Greaves, Jennifer Leslie und Oliver. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Space. Also wir haben jetzt den Schlafzimmer-Key, ist das richtig? Damit wir rauskommen. Ach so, wir sind im Schlafzimmer. Ich dachte schon, das wäre die ganze Wohnung hier. Das ist nur das Schlafzimmer. Und was ist das hier? Gehört das mit dazu? Okay. Was war das? Okay. Martha already took care of all the circus stuff, which leaves me with the rest, as always. To-Do-List. Note for... Warte mal, wenn ich Tab drücke, wird das wahrscheinlich übersetzt. To-Do-Liste. Mitteilung für Elternabend. Dory. Achso, das ist jetzt mein... Was ich machen soll. Einkaufen, Abendbrot machen, Dory mit den Hausaufgaben helfen. Training mit Dory für die nächste Show ist durchgestrichen. Neues Buch für den Buchclub lesen. Aha. Ja, ich habe gesehen. Direkt neben dem Bett bauen ein ordentliches Bücherregal. Neue Farben und Pinsel kaufen, Müll rausbringen, Doris Klassenlehrerin, Mrs. Hermandes anrufen, Dory den Abwesenheitsbrief für ihren Schulausflug geben. Abwaschen, abwaschen. Space. Ja, zeig mal, wie groß ist denn hier die Wohnung? Richtiger Komplex hier. Voll groß. What was that? An earthquake? Da war doch kein Erdbeben. Das war doch... Nein. Da tutet. Mut, Pause, End. Gar nicht mehr, wie die Dinger funktionieren. Hier haben wir einen Stift. Oh, Tage ohne einen Anruf. Wer schreibt denn das auf? Meint er hier so, was haben wir jetzt? Zwei? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind das einige Tage ohne einen Anruf. Aber warum sollte man das aufschreiben? Hier liegen wieder überall Pillendöschen. Und die liegen einfach hier so rum. Das ist schon, Doesn't seem to work. Weiß nicht. Ich glaube, wir haben einen Knall oder so. Also irgendwas stimmt mit uns aber auch nicht. Eine ganz komische Wohnung, muss ich aber auch zugeben. Ist gerade die Kerze angegangen oder sah das nur so aus? Sehr, sehr komische Bilder. Das ist voll die große Wohnung. So komisch gebaut, finde ich. Also ich denke mal Tochter und Frau und Pferd. Einfach noch so ein Bild von zum Pferd. Ich weiß nicht, also irgendwas stimmt doch hier nicht. Ach, das spielt aber noch irgendwie zur älteren Zeit, ne? Ich weiß nicht, manche Sachen sehen gar nicht so alt aus, wie jetzt hier so die Lampen oder so. Aber dann hast du so einen Fernseher auf einmal hier stehen. Oder so eine Uhr, ich weiß nicht. Oder hier, Plattenspieler. Bitte aus. Okay. Ich finde, das ist so eine Mischung aus etwas modernerem, aber auch älterem. Was ist denn das? Hast du deine Kaffeetasse, hast du da hingestellt, ne? Lakeside Elementary School, Youngtown, Ohio. Ohio, sei was? 20. April 1981. Oh. Sehr geehrte Familie Thompson, hier ist Doris Klassenlehrerin Miss Hernandez. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Dori im Unterricht nicht mehr zuhört und sehr oft ihre Hausaufgaben vergisst. Auch in ihren Tests schneidet sie immer schlechter ab. Ich würde Sie daher gerne zu einem Treffen einladen an diesem Donnerstag, den 23. April in Raum 1b. Ist das ein 0 oder ist das ein O? Das wird mich so verwirren jetzt, ne? 2. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Ihnen das Datum zusagt. Sie können mich unter folgender Nummer erreichen. Bitte nicht anrufen. Als ob da echt so eine Nummer steht. Bitte nicht versuchen, diese Nummer anzurufen. Wer weiß, was da kommt. Hernandez. Ja, gehe ich jetzt raus? Muss ich eine Abwaschmaschine machen? Oder ist das egal?
Weil vor allem überall diese losen Pillen, ne? Und wenn die echt eine Tochter hier haben, dann ist aber nicht. Ja, als ob jetzt noch ein anderes Stockwerk gibt. Es ist so. Hier ist auf einmal noch ein Fernseher. Mr. Giraffe. She takes him everywhere. Hallo, Mr. Giraffe. Irgendwas versteckt? Nachricht? Sieht nicht so aus? Okay. Dory. Warte mal, Dory war jetzt die Junge, ne? Also die Jüngste. Dory. Also die Tochter, maybe. Ich weiß nicht, aber irgendwie ist gruselig aus dem Zimmer. Costumes for their show. Dory, is that you? Jemand die Tür zugemacht und gekichert. Okay. The circus saw quite a lot of America. Wee, wee. Das rollt nicht. Well, I wish he would take it more seriously, though. Oh, F. She's such a bright kid. Oh nein. F, das ist nicht gut. Hast du keinen Bock oder was? Sprachunterricht, Klassenlehrer Mrs. Hernandez. In Dardum, 31. März 1981, Name Thompson Dory, Punktzahl 2 von 10 Punkten. Note F. Füge das korrekte Wort aus dem Auswahl in den unten stehenden Sätzen ein. Setze dein Wissen und dein Lerninhalt richtig ein. Du hast 20 Minuten. Für 10 Dinger. 20 Minuten. Warte mal, haben wir noch eine Rückseite? Ich weiß jetzt nicht, welche Klasse das ist, aber warte mal. Reitest, genießt, schneidest, siehst, riechst, läutest, hörst, spielst, tanzt, singst. Du reitest dein Pferd. Du genießt die Sonne, könnte klappen, ja. Schneidest mit einem Messer, du siehst mit deinen Augen. Ach, das hat sie alles richtig? Okay. Oder nee, hat sie nicht, weiß ich jetzt nicht. Kann sein, doch hat sie. Da ist ein Haken. Du hörst Musik. Du spielst ein Spiel, ich brauch gar nicht hier oben hingucken. Na gut, das ist, glaube ich, noch Early Klasse, ne? Space. I think this coin was for the old machine. Für eine alte Maschine. Egal, nehmen wir mit. Klauen wir ihr. Perfekt. Oh, guck mal. Kann ich dir das Bild angucken? Warum sind wir durchgestrichen? Mom, Dory und wir sind durchgestrichen. Und da steht eine Giraffe. Ach, Mr. Giraffe, ne? Oder Mrs. Giraffe. Okay, ich habe das Gefühl, Dory mag uns nicht. Oh. Dory loves these, so I made one for her. Du hast es selber gemacht. Ey, das ist cool. Das ist nice. Warte mal. Where did she put her marbles? Ja, bitte. Ich will das machen. Als ob der das selber gemacht hat. Das ist cool. Aber warte mal. Warum? Sollte die uns nicht mögen? Guck mal hier. Als ob... Nee, nix. Achso, wir sind am Sneak... Ja, Zeit am Sneak? Nee, ich bin gesneakt, damit ich das Bild besser sehen kann. Guck mal, wenn wir sneaken, sind wir 150. Wenn wir sneaken, sind wir schon bei 150. Augenhöhe, könnte man schon fast sagen. Guck mal, wenn wir stehen. Ja, sicher sind wir über 2 Meter. Ja, sicher, so 2,5 Meter oder so. I think it's supposed to look creepy, but Dory and I love clowns. Ich finde, das sieht noch nicht mal wirklich creepy aus. Also, das geht creepier, also mehr. Also gruseliger. Das geht noch. Das ist gar nicht so gruselig. I need to open his mouth first. Warum? Warum? Frage ich mich. Da ist ein Schloss sogar drauf in seiner Mütze. Interagier. Oh. Warte. He's missing some teeth. Ihm fehlen ein paar Zähne. Ja, kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Muss zum Dentist gehen. Ab zum Zahnarzt mit dir. I took it home from the circus. Kamera drehen. Was hast du gesagt? Achso, sorry. Ich hatte jetzt zwei Meldungen. Ich habe jetzt auch gar nicht hingehört. How to play. Insert coin at the pull handle. Ja, wir haben Coin. Und dann sollen wir... Wo ist denn der? Wo ist denn der Hebel? Was sollen wir drücken? Wo ist der denn? Oder muss ich den auch noch finden? Hier soll der... Ah, hier ist er. Oh, guck mal. Oder sowas ist cool. Worauf muss ich achten? Kann ich das ändern? Nee, ne? Aber macht ja nichts. Endet ja eigentlich immer... Nee, muss nicht immer gleich enden. Ja doch, klar, endet das gleich. Nur die Reihenfolge, wer als erstes ankommt, könnte sich ändern.
Ich verstehe nur nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Kann ich jetzt hier so eine Murmel nehmen? Ja, wir können dran zoomen. Das ist die Namen, ne? Ach, da ist was. This should work. Ach! Jetzt muss ich das ja nochmal machen. Ich habe doch gar kein Coin mehr. Hä? Oder kann ich einfach nur mal so? Ach so. Ich kann einfach nochmal. Und dann kommen wahrscheinlich die ganzen Murmeln raus. Und dann nehme ich mir eine. Der kommt als erster an. Ich wette auf... Ich vertraue auf Blau. Der schafft das noch. Oh, ne. Oh, ich dachte wirklich, Blau schafft's. Jetzt kommt er als letztes an. Aber kurze Zeit habe ich gedacht, Blau schafft's. Gib mir mal die Blaue. Glaub an dir. Nehmen. My favorite color. Okay, ist jetzt nicht mein favorite color. Das ist es jetzt nicht. Aber ich believe an ihr. Ja, dann lass uns nochmal hier hin. Und Test, Test. Ah, ich musste kurz gucken, ob der Sound richtig läuft. Und rein da. Und jetzt, yes. Das, ich hab das früher schon mal gespielt. Ich krieg das hin. Ah! Okay, das war close. Ja, komm, komm. Okay. Ich finde die Dinger klasse. Und dann selbst sogar noch draufgezeichnet, oder was? Warum ist es so schwer? Nach unten ist irgendwie schwieriger als oben. Wahrscheinlich, weil die Maus unten ist. Nicht mittig. Ich muss die Maus mal in der Mitte. Ja, jetzt ist schon besser. Jetzt hast du schon bessere Kontrolle darüber. Yes. Woo. Ach Manu, das war's schon. Die Plastikzähne, ey, da läuft's doch. Guck mal hier, bitteschön. Und was jetzt? Ach, das ist dieses eine wie mit dem Krokodil, oder was? Ah. Direkt der erste. Giraffe is a key. How clever. Giraffe ist ein Schlüssel? Wie kommst du darauf? Woran siehst du, dass das ein Key ist? Ich hätte jetzt niemals gedacht, das ist ein Key. Ich hätte gesagt, das wäre so eine Ansteckgiraffe, die du zusammenstecken kannst. Giraffenschlüssel zum Inventar hinzugefügt. Aber wir haben noch nicht herausgefunden, wofür, ne? Vielleicht, um wieder hier rauszukommen. Kann sein, dass das jetzt alles gewesen ist. Wie bitte? Ach, da. Aber wir müssen von unten anfangen, ne? Daddy, solve the puzzle. Oh. Wir sollen das Puzzle lösen. Also das Rätsel. Wir laufen an dem Elefanten vorbei zur Schatztruhe. Dann, das ist wahrscheinlich das, was wir gemacht haben. Elefant weiß ich jetzt nicht, aber Schatztruhe. Also wir haben das mit dem Murmeln gemacht. Wir haben das mit dem Labyrinth gemacht. Das mit dem Clown. Und jetzt müssen wir das nur mit dem Buch machen. Das E ist falsch. Ist das Rätsel. Das hier. Ah, das ist das. Das ist ein Malbuch, ne? Why did she lock this? Weil es möglich ist? Wahrscheinlich ist das jetzt so ganz creepy. Oh, bitte nicht. Your first sketchbook. Hä? Meine Hand. Dory, 7. Okay. Oh nein, das wird doch jetzt richtig gruselig. Da ist normal das Bild. Okay, hier ist Balancieren. Wir sind am Bauen, also wir haben anscheinend Spaß daran, Holz zu arbeiten oder so. Hier geht's zum Zirkus. Tiere irgendwie. Mhm. Schönes Häuschen im Grün. Und hier sind auch wieder Tiere. Oh oh. Oh oh. Mhm. Giraffe? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Irgendeine Mischung aus Katze und roter Panda. Hm. Oh oh. Ja, jetzt wird's schon weird. Die Musik aber auch. Warte mal, sind wir uns am Streiten? Oh, Mom und Dad. Oh. Da oben steht auch was durchgeschnitten. Aber das sehen wir nicht. Aber seht ihr, das ist sie und hier Mom und Dad. Oh, okay. Oh. Idoki. What? Sind wir das? Die Musik. Oha. Aha.
kann leider nicht erkennen, was das links sein soll. Bitte kein Jumpscare. Oh, oh, wow. Hä? Charakter, kannst du was dazu sagen? What is going on? Ah, gut. This has to be another dream. Wie ruhig der ist. Wie ruhig er einfach ist. Erstens, findest du das nicht seltsam, was in dem Kratzel in dem Malbuch steht, meine ich? Und zweitens, ja, muss ja einfach wieder ein Traum sein. Er ist anscheinend dran gewöhnt. Ich mache gar keine großen Spekulationen, weil wir haben gesehen, sehr viele Tabletten und beim Aufstehen direkt Kopfschmerzen und seine Reaktion. Da würde ich sagen, brauchen wir gar nicht großartig drüber nachdenken, was hier passiert. Wir lassen es einfach passieren. Ja. Wir lassen es einfach mal passieren. Da hinten steht... Boah, also optisch sieht das echt gut aus, ne? Auch jetzt gerade so die Animation hinter dem Baum. Dorian, I come out here all the time. Mommy, Daddy, I found a really, really big fly. Die Libelle. Sweetie, that's called a dragonfly. Oh, im Englischen klingt so cool. Don't be silly, Walter, you'll scare her. Englischen klingt... Das macht im Deutschen halt keinen Sinn, wenn du jetzt den Joke machst. Pass auf, es spuckt Feuer. Macht keinen Sinn. Hä, wieso spuckt das Feuer? Libelle, hä? Aber im Englischen heißt es Dragonfly und... Dragonfly. Wüsste ich jetzt gar nicht warum, weil... Weiß ich jetzt nicht, ob die so ähnlich wie eine Drache... Drachen aussehen. Aber im Deutschen einfach nur... Libelle. Voll lieb und so. Und im Englischen... Dragonfly. Das sieht beautiful aus. Wow. Wow. Das ist eine Szenerie. Das sieht echt nicke aus. Wow. Wait for me. I'm not that fast. Wie gesagt, ich mache jetzt hier keine Spekulationen. Was passiert hier? Was könnte... Warum? Weshalb? Das ist crazy. Yeah, I prefer not knowing my future. Hä, voll die schöne Textur. Auch so das Licht und so. Haben wir Raytracing an? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall echt schnieke aus, so von der Textur her. Fortune Teller. Mhm. Okay. Oh, that's Agatha's card. She's good friends with Martha. Agatha. Agatha ist hier die Wahrsagerin. Okay. Halte ich mir mal so fest.